Hallo, mein Name ist Raphael Luber, ich bin einer der Gründer von Fabman. Ich möchte Ihnen zeigen, wie man Makerspaces und andere offene Werkstätten mit Fabman einfacher und sicherer betreiben kann. Auf der Übersichtsseite von Fabman sehen wir auf einen Blick, was in unserem Lab los ist, welche Maschinen gerade laufen, wie die Auslastung ist und wer heute Abend den Lasercutter noch reserviert hat. Wir können für jede Maschine die letzten Aktivitäten sehen oder zum Beispiel nachsehen, wie das Mitglied heißt, das gerade beim Haupteingang hereingekommen ist. Fabman hilft bei allen täglichen Aufgaben im Lab, wie zum Beispiel der Verrechnung, den Reservierungen oder der Mitgliederverwaltung. Aber das Beste an Fabman ist, dass es das Lab sicherer macht. Das ermöglichen unsere Bridges. Jede beliebige Maschine kann damit einfach mit Fabman verbunden werden. Es genügt, das Stromkabel der Maschine an der Bridge anzustecken, wie zum Beispiel bei diesem Lasercutter. Dann legen wir noch schnell den Lasercutter in Fabman an. Und natürlich muss jedes Mitglied eine Einschulung bekommen, bevor es den Lasercutter benutzen darf. Fabman bietet zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten für zusätzliche Features. Aber für den Anfang wollen wir nur sicherstellen, dass die Maschine nicht unbeaufsichtigt betrieben wird. Und schon kann es losgehen. Jetzt kann ich den Lasercutter mit meiner Mitgliedskarte einschalten. Fabman überprüft dann, ob ich gerade eine gültige Mitgliedschaft habe, ob kein anderes Mitglied die Maschine reserviert hat und vieles mehr. Oh, mir fehlt noch die Einschulung. Sobald wir das erledigt haben, kann ich die Maschine einschalten. Auf der Übersicht sehen wir sofort, dass der Lasercutter jetzt läuft und wer ihn gerade benutzt. Über die Mitgliedspakete können wir Berechtigungen sehr flexibel einstellen und die unterschiedlichen Geschäftsmodelle von Makerspaces abbilden. Aber zurück zu den Sicherheitsfeatures. Wenn jemand auf die Idee kommt, den Lasercutter unbeaufsichtigt laufen zu lassen, weil er zum Beispiel gleichzeitig ein Demo-Video aufnimmt, dann warnt die Bridge. Zuerst nur mit Blinken und dann später auch laut. Mit meiner Mitgliedskarte bestätige ich, dass ich immer noch am Gerät bin. Wenn ich das nicht mache, dann dreht Fabman die Maschine ab, um zu verhindern, dass das Equipment, Lab oder Menschen zu Schaden kommen. Fabman wurde in der Pilotphase von zahlreichen namhaften Makerspaces und FabLabs auf Herz und Nieren getestet und wir freuen uns sehr über das durchwegs positive und konstruktive Feedback. Fabman kann natürlich noch viel mehr, aber ich hoffe, dass schon dieses kurze Beispiel gezeigt hat, wie wir den Alltag im Lab verbessern können.